Der 30. Spieltag in der Bundesliga steht an mit den Partien Wolfsburg gegen Augsburg am Freitag, dann Samstagnachmittag Hoffenheim gegen Hamburg, Hertha gegen Köln, Leverkusen gegen Frankfurt und Stuttgart gegen Hannover, Samstagabend Bayern gegen Gladbach, am Sonntagnachmittag dann das Derby, Schalke gegen Dortmund, Sonntagabend Bremen gegen Leipzig und Montagabend noch Mainz gegen Freiburg. Die Timelinks seht ihr hier gleich, allerdings möchte ich noch einmal kurz vorher sagen, weil jetzt besonders beim Derby natürlich sicherlich hitzige Diskussionen entstehen könnten. Bleibt bitte in den Kommentaren fair, sportlich und so wie sich das gehört, keine Beleidigung, sowas will ich nicht sehen und wird auch gelöscht. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Video, tippt gerne in den Kommentaren wie immer mit, ansonsten würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo auf jeden Fall freuen. Nehmt diese Prognose mit Humor, mit Spaß und so wie es dann kommt, ja, das ist eben nur eine Prognose und entscheidend ist dann das, was wirklich auf dem Platz am Wochenende passiert. Jetzt viel Spaß mit Wolfsburg gegen Augsburg. Der VfL Wolfsburg konnte unter Bruno Labbadia nun endlich das erste Spiel gewinnen. In Freiburg zogen sie siegreich mit 2:0 vom Platz. Die Art und Weise spielt dabei keine Rolle. Das dürfte Bruno Labbadia ziemlich egal gewesen sein. Hauptsache die 3 Punkte erstmal eingefahren zu haben. Augsburg allerdings unterlag Bayern mit 1:4. Nichtsdestotrotz, so komisch sich das auch anhört, lieferten sie keine so schlechte Partie ab. Und die erste Möglichkeit gehörte ja auch den Gästen. Sergio Córdoba schickt über die linke Seite Philipp Max. Der ist im Strafraum und bringt erstaunlicherweise selber den Abschluss zustande. Normalerweise er ja für die Vorlagen zuständig. Hier testet er Kühn Castells höchstpersönlich. Aber Augsburg mit dem tendenziell besseren Start. Wolfsburg fand noch nicht so statt. Wieder Philipp Max und dann Kuh. Mit dem Abschluss testet wieder Castells, der wieder zur Stelle ist. Allerdings wäre der Ball auch sicherlich nicht ins Tor gegangen. Nichtsdestotrotz wichtig und gut für seine Einstellung und für sein Selbstbewusstsein. Vor der Pause kam dann aber auch nochmal Wolfsburg nach vorne. Paul Verhaag ist das, der lange bei Augsburg gespielt hat, leitet diesen Angriff ein. Dann Daniel Didavi, Doppeltorschütze vom Vorwochenende. Arnold von Origi bedient und wie der den oben reinhämmert, ist sagenhaft. Maximilian Arnold, 3. Saisontor. Und für seinen rechten Hammer ist er normalerweise nicht bekannt. Jetzt benutzt er eigentlich seinen schwächeren Fuß. Wenn man sich das so anschaut allerdings, muss man sich die Frage stellen, kann man den noch als schwachen Fuß bezeichnen? Ich denke nicht, für Marvin Hitz ist da gar nicht zu halten. Wunderbarer Abschluss mit voller Wucht oben links rein. Das war nicht verdient. Allerdings eben der VfL in Führung und Bruno Labbadia war erstmal zufriedengestellt. Im zweiten Durchgang dann Augsburg erstmal auf dem Weg nach vorne. Der Ausgleich wäre eigentlich lange verdient gewesen. Philipp Max, dann Sean Parker. Wieder Castells, der diesen zu harmlosen Abschluss ohne genug Kraft parieren kann. Dann im Gegenangriff Wolfsburg auf dem Weg nach vorne. Augsburg dementsprechend aufgerückt. Sie waren jetzt eigentlich wieder zahlreich da. Steffen rettet den Ball, dann ist Hitz erst da, aber Osimhen fehlt. Der Ball dort vor den Kopf, muss man ja sagen. Erstes Saisontor jetzt auch für ihn. 65. Spielminute, der VfL Wolfsburg erhöhte. Der Gast aus Augsburg, die Fuggerstädter, machten die Partie und dann ist es hier unglücklich, dass Hitz den Ball direkt vor den Kopf abwehrt von Osimhen und der hat dann allerdings auch die Kraft im Kopf, den über die Linie zu bringen. Das war nicht so einfach und Wolfsburg davon jetzt beflügelt. Dem ersten Heimsieg unter Labbadia sollte jetzt nur noch wenig im Wege stehen. Sie waren jetzt etwas selbstbewusster, wieder Osimhen, schöner Abschluss. Und jetzt konnte sich Hitz auch endlich mal auszeichnen. Nach 69 Spielminuten greift er hier ein. Der Ball hätte gepasst. Allerdings klasse Parade vom Schweizer. Der war natürlich nichtsdestotrotz bedient. Seine Mannschaft machte das Spiel. Und dennoch hatte er als einziger 2 Tore kassiert. Viertelstunde vor dem Ende Augsburg gab sich aber nicht auf. Die 11 von Manuel Baum. Dann Gregoritsch mit dem Abschluss. Allerdings Pech auch wieder in dieser Situation, aber nichtsdestotrotz, der Gast machte eine tolle Partie, spielte wunderbar und dann belohnten sie sich zumindest noch mit dem Treffer. Kayubi auch eine Vergangenheit,
in Wolfsburg gehabt. Allerdings kam dieser Treffer zu spät. Der VfL Wolfsburg gewinnt zum zweiten Mal in Serie, obwohl sie hier deutlich die unterlegene Mannschaft waren. Zumindest ein Punkt hätte der Gast aus Augsburg mitnehmen können. Aber wer seine Chancen nicht verwandelt, der wird bestraft. Wolfsburg gewinnt mit 2:1 und sammelt damit die nächsten wichtigen Zähler im Abstiegskampf ein. Nachdem der HSV das 3:2 am Samstagabend im Topspiel gegen Schalke über die Zeit bringen konnte, war wieder Hoffnung zurückgekehrt. Man feierte, man jubelte, man ordnete den Sieg allerdings auch richtig ein. Es war der erste Schritt in möglicherweise die finale Endphase, die auch nochmal dann Spannung im Abstiegskampf bringen könnte. Man muss dafür allerdings heute gegen Sinsheim auch etwas reißen. Allerdings hatten die erstmal den besseren Start nach 9 Minuten. Adam Scholloy mit dem ersten Abschluss der Partie für Pollersbeck. Wäre da nicht zu machen gewesen, allerdings traf der Ball eben nicht das Netz. Dann kam auch mal der HSV nach vorne. Ito mit der Übersicht auf Philipp Kostic. Der legt sich den Ball einmal um Nico Schulz herum. Kommt dann auch zum Abschluss, allerdings sein rechter Fuß nicht der stärkere. Das stellt er hier unter Beweis ja noch. Das 1:1 geschossen gegen Schalke. Per Kopf konnte er da den Ausgleich erzielen, den zwischenzeitlichen. Hier ärgerte er sich zu Recht. Da wäre durchaus ein Torschuss drin gewesen. Vor der Pause dann aber nochmal die Gastgeber gefährlich vor dem Hamburger Gehäuse. Schulz auf Scholloy und dann ist es Serge Gnabry, allerdings Sakai. Der nicht unumstrittene Rechtsverteidiger bei Hamburg, der noch den Fuß reinstellt und den Ball vom Torschuss abwehren kann. Eine Stunde dann gespielt, der zweite Durchgang brauchte etwas, um in Fahrt zu kommen. Dann kam aber auch erstmal Hoffenheim, die etwas bessere Mannschaft über die Gesamtlaufzeit des Spiels gesehen. Julian Pollersbeck muss eingreifen. Guter Rückhalt an diesem Nachmittag. 10 Minuten vor dem Ende. Alles stellte sich auf ein 0:0 ein und dann kam der HSV. Der eingewechselte Bakary Yatta mit der Übersicht auf Ab, der völlig frei steht und das 0:1 erzielt. 80. Spielminute, der HSV führt tatsächlich mit 1:0. Da Mainz erst am Montagabend spielt gegen den SC Freiburg, waren es Stand jetzt nur noch 2 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Unglaubliche Aktion, da wird Akpoguma zu passiv im Zweikampf, sodass Bakary Yatta den Ball in die Mitte gespielt bekommt. Und dann ist Arp auch zu frei, weil Nico Schulz mit nach vorne gegangen ist. Und dann war er eben frei und einschussbereit. Allerdings Sinsheim, kurz vor dem Ende kam sie nochmal. Der eingewechselte Hogmar eigentlich in der Innenverteidigung zu Hause. Hier war er ganz knapp davon entfernt, den Ausgleich zu erzielen. Wäre bitter für den HSV gewesen. Sie kam so nochmal, allerdings zu einem Gegenangriff. Jan-Fiete Arp mit der Übersicht. Holpi, Doppelpass mit Kostic. 0:2. 92. Spielminute, der HSV mit dem nächsten Big Point in Sinsheim. Unglaublicher Nachmittag. Der HSV nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber durch eine Willensleistung konnten sie hier aus Sinsheim eben die 3 Punkte mitnehmen. Die Wirsol Rhein-Neckar Arena war natürlich nicht damit zufrieden. Hoffenheim eben 0:2 geschlagen. Der HSV landet, wie gesagt, die nächsten wichtigen Punkte im Abstiegskampf und rücken damit weiter Mainz auf die Pelle. Mal wieder die letzte Chance für den ersten FC Köln, sich im Abstiegskampf nochmal bemerkbar zu machen. Aber wie viele letzte Chancen hatten sie schon in dieser Rückrunde, in dieser Spielzeit? Einige, und davon konnten sie einige nutzen und einige verpatzen sie dann. Allerdings, heute musste ein Sieg her. Doch die Hertha begann hier tendenziell etwas stärker. Wladimir Darida mit dem ersten Abschluss. Haarscharf geht er nach 3 Minuten über den Kasten. Höger war noch dran. Der anschließende Eckstoß brachte allerdings nichts ein. Und nur wenig später dann auch Köln auf dem Weg nach vorne. Spielten hier mit, natürlich zum Siegen. Verdammt, ansonsten der HSV auch irgendwann zu weit weg. Clemens mit der ersten Möglichkeit, gar nicht ungefährlich, aber aus der Chance zu wenig gemacht. Christian Clemens. Und dann kam nach einer halben Stunde wieder Köln nach vorne. Simon Terodde legt Höger den Ball auf und Marco Höger. Ansehnlicher Schuss aus der Distanz, es fehlte recht wenig.
um hier Jahrstein zu schlagen. Wäre allerdings möglicherweise mit den Fingerspitzen auch zur Stelle gewesen. Der zweite Durchgang nahm dann aber noch deutlich mehr Fahrt auf. Jetzt etwas mehr als eine Stunde gespielt und Ibisevic setzt sich da über die Außen gegen Klünter durch. Der Rechtsverteidiger geht zu einfach, wie er da besiegt wird im Zweikampf, und dann ist Valentino Lazaro da. 63. Spielminute. Das 1:0 für die Hertha, und für die Kölner wird die Luft immer dünner. Das war zu einfach, wie Ibisevic sich da auf den Außen durchsetzt. Nicht der beweglichste eigentlich. Und dann ist es Lazaro, der sich am zweiten Pfosten gegen Hector im Kopfballduell durchsetzen kann. 10 Minuten aber dann knapp vor dem Ende. Kam auch Köln nach vorne. Bittencourt legt sich den Ball da gut an. Weiser vorbei. Ausgleich. Zweites Saisontor für Leonardo Bittencourt. Ein ganz wichtiges könnte das sein. Allerdings der Punkt stand jetzt noch zu wenig, nachdem der HSV ja gegen Sinsheim gewinnen konnte. Der Gästeblock war in Ausnahmezustand. Sie glaubten wieder daran, dass hier auch noch der Dreier möglich ist. Nach diesem schönen Schuss platziert kraftvoll unten links rein von Bittencourt. Und dann springen wir in die 87. Spielminute. Genialer Ball von Claudio Pizarro. Claudio Pizarro bedient Leonardo Bittencourt und da macht er auch noch das 2:1. Unglaublich, was sich hier jetzt im Berliner Olympiastadion abspielte. Die Schlussphase überschlug sich nur so mit den Ereignissen. Genialer Ball von Claudio Pizarro und dann ist es Bittencourt. Das geht wieder zu einfach. Der hat allerdings die Schusstechnik. Niklas Stark sieht da gar nicht gut aus. Und für Jahrstein ist dann da im Endeffekt nichts mehr zu halten. Die Partie allerdings noch nicht vorbei. Hertha kam nochmal. 90. Spielminute. Zumindest einen Punkt wollten sie mitnehmen, nachdem sie in den letzten beiden Spielen jeweils 0-0 zu Hause spielten. Und dann war Niklas Stark zur Stelle, der das 1:2 mehr oder weniger mitverschuldet hatte durch schlechtes Stellungsspiel erst möglich machte, und dann ist er jetzt in der 91. Spielminute da und entriss den Kölnern wieder alle Hoffnung im Abstiegskampf. Ein Drama, das sich hier zuspielte. Schon wieder Punkte, die der 1. FC Köln in der Nachspielzeit aus der Hand gibt. Richtig bittere Sache. Ein fantastischer Schuss vom Innenverteidiger, den so kaum einer erwartet hatte, und so endet das Spiel im Endeffekt leistungsgerecht mit 2:2. Die Hertha wird damit leben können. Für Köln ist das natürlich auf Platz 18 deutlich zu wenig. Bayer 04 Leverkusen konnte am Montagabend in einer überzeugenden Partie gegen Leipzig ein 4:1 über die Bühne bringen. Was für eine starke Partie der Gastgeber. Hier dauerte es allerdings, bis sie starke Frankfurter Gäste das erste Mal in Gefahr bringen konnten. Über die rechte Seite Kevin Volland mit der Hereingabe, dann kann Frankfurt den Ball nicht richtig klären. Schalter Arangis und Havertz machen den nochmal heiß, und Kevin Volland mit dem ersten Abschluss der Partie. Frankfurt stand sehr gut nach dem 1:1 gegen Hoffenheim. Ist ja noch fraglich, ob sie es zur Champions League schaffen würden. Dafür wäre heute ein Dreier in Leverkusen essentiell, und so kamen sie dann auch mal nach vorne. De Guzman und Marius Wolf, dann Danny da Costa, der den Ball einigermaßen lange treiben kann. Vorteil gegeben, Fabian auf Willems. Willems legt ihn sich auf den etwas schwächeren rechten Fuß, allerdings sieht man da kaum etwas von. Schön herausgespielt, Fabian dann mit der Vorlage. Und da fehlte dann wirklich nicht mehr viel. Bernd Leno wäre ohne Chance gewesen. Starker Abschluss, nur etwas Pech im Endeffekt. Aber vor der Pause nochmal die Frankfurter Gäste. Da Costa, perfekte Flanke. Fabian trifft den Pfosten. Sebastian Haller schießt drüber. Frankfurt war hier deutlich dichter am Führungstreffer. Allerdings fehlte dann ganz, ganz wenig zum letztendlichen Erfolg. Halbe Stunde jetzt noch zu gehen. Die Partie wurde nicht unbedingt besser. Nur immer wieder mal kurze Phasen, wo sich dann einige Chancen ergaben. Kai Havertz ist das im Strafraum, legt den Ball zurück. Schalter Arangis wird allerdings vom Abschluss einigermaßen gehindert.
sodass Kevin Prince Boateng den Ball dann klären konnte. Schon vor 14 Tagen konnte Leverkusen zu Hause nur 0:0 gegen Augsburg spielen. Das war eine Enttäuschung und das sollte sich hier nicht wiederholen. Kai Havertz, schöner Trick und dann ist es der rechte Fuß, der den Ball nicht optimal aufs Tor bringen kann. Kai Havertz. Noch ein schönes Tor gegen Leipzig erzielt. Hier verfehlt er das Tor um etwa 2 Meter. 70 Minuten dann gespielt. Frankfurt konzentrierte sich auf Konterangriffe. Allerdings waren die auch nicht sonderlich stark zu Ende gespielt. Es waren dann Fehler von Leverkusen, die sie wieder in die Partie brachte. Allerdings auch Sebastian Haller's Flanke wird hier abgefälscht. Und dann ist die Partie und diese Chance erzählt und weitestgehend auch daran erklärt. 10 Minuten vor dem Ende dann nochmal Frankfurt. Kevin Prince Boateng mit dem Ballgewinn, der Abschluss aber auch wieder sinnbildlich für diese Partie. Kein Problem für Bernd Leno. Und das war's dann. Leverkusen und Frankfurt, ein Champions League-Duell, das im Endeffekt nicht viel zu bieten hatte, geht torlos 0:0, verdient im Endeffekt auch zu Ende. Der VfB Stuttgart empfing am Samstagnachmittag Hannover 96 und nach dem bitteren 3:0 in Dortmund sollte es nun zu Hause gegen den Mitaufsteiger aus der Vorsaison erfolgreich losgehen. Allerdings ging es erstmal gut für die Gäste los und wie Martin Hanik, Ex-Stuttgarter, mit dem 0:1. 9. Spielminute, Hannover 96 ging in Führung und das auch nicht unverdient. Die Anfangsphase war zwar offen, sie drückten etwas mehr und konnten sich dadurch die frühe Führung erspielen. Ivar Fossum im Zusammenspiel mit Martin Hanik und der Österreicher ist dann eiskalt und lässt Ron-Robert Zieler keine Chance. Holger Badstube ein Schritt zu weit entfernt von der Szenerie. Dann kann aber Stuttgart im Gegenzug auch zur ersten Möglichkeit antreten. Mario Gomez mit der Übersicht. Dennis Aogo letztendlich derjenige, der abschließt. Da fehlte nicht viel nach 13 Minuten daneben. Fast das 1:1. Schöner Versuch. Philipp Schauner wäre ohne Chance gewesen. Etwas mehr jetzt als eine halbe Stunde gespielt. Hannover meldete sich auch mal wieder nach vorne. Ivar Fossum, genialer Ball auf Ilas Bebu, der allerdings das Tor dann verfehlte. Haut den Ball drüber, aber genialer Ball von Fossum. Und Ron-Robert Zieler muss nicht eingreifen. Aber vor der Pause nochmal der VfB. Wollte hier vor der Pause noch den Ausgleich erzielen. Erik Tommy testet Philipp Schauner, der allerdings auch parieren kann. Im kurzen Eck zur Stelle ist und den Ball dann zur Ecke abwehrt. Aus der resultierte nichts. Wir springen in den zweiten Durchgang. Stuttgart eigentlich auf dem Weg nach vorne. Dann allerdings Badstuber mit dem Fehler und Bakalorz auf Hanik. Das ging dann gut nach vorne. Martin Hanik 0:2 und natürlich macht der Ex-Stuttgarter einen Doppelpack gegen seine Vergangenheit, gegen seine alte Liebe. Schon in der zweiten Bundesliga beim Aufeinandertreffen in Stuttgart war er erfolgreich. Hier ein schöner Ball von Bakalorz mit dem Außenriss. Und dann lässt der Ron-Robert Zieler aus 15 Metern keine Chance, diesen linken Hammer zu parieren. Fast wäre Zieler noch dran gewesen, allerdings ist ihm hier definitiv kein Vorwurf zu machen. Doch lange ließ der VfB das nicht auf sich sitzen, kam dann auch wieder nach vorne. Vorteil gegeben, genialer Ball auf die Außen. Mario Gomez stand nicht im Abseits, liegt zurück. Gentner versucht den Abschluss von Ellis. Prallt Ginczek der Ball vor die Füße. 6. Saisontor, 67. Spielminute. Stuttgart war wieder da, der Anschluss war hergestellt. Eine Partie, in der eigentlich beide Teams offen aufspielen konnten. Weder nach oben noch nach unten muss man sich wirklich Gedanken machen. Und diese torreiche Partie jetzt schon von 3 Treffern geprägt. Und Hannover wollte aber gerne den Dreier mitnehmen und setzte dann fast durch Niklas Füllkrug nochmal einen drauf. Und Karaman letztendlich mit dem zu schwachen Abschluss. Kein Problem für Zieler, den dann aufzunehmen. Stuttgart kam in der 92. Spielminute dann nochmal nach vorne. Gab es nochmal einen Abschluss. Ginczek allerdings wird von Sané gestoppt. Und dann nach dem Klärungsakt von Albornoz war die Partie zu Ende. Stuttgart unterliegt Hannover im Endeffekt zu Hause mit 1:2. Nicht unverdient ziehen die Niedersachsen damit
mit 3 Punkten am VfB vorbei. In der Tabelle stehen sie jetzt auf Platz 9. Damit sollte der Klassenerhalt letztendlich sicher gemacht worden sein. Aber auch der VfB darf sich sicherlich auf den 38 Punkten, die sie haben, ausruhen. Der FC Bayern München hatte ein Meisterschaftsspiel zu spielen, was natürlich nicht richtig im Fokus stehen konnte, auch wenn es für Gladbach vielleicht noch um die Europa League-Qualifikation geht. Allerdings Champions League und DFB-Pokal, das was momentan nach der entschiedenen Meisterschaft im Kopf der Münchner vorgeht. Und dementsprechend konnten die Gladbacher hier auch gut in die Partie starten. In den grünen Auswärtsjerseys meldeten sie sich gleich mal zu Wort. Dennis Zakaria und Kramer mit der Übersicht. Wendt schließt ab, Ulreich pariert aber vor die Füße von Josip Drimmitsch. Frühes 0:1 aus Sicht der Bayern, weil Wendt erst zu frei war und Ulreich den Ball zwar eigentlich gut abwehrt, allerdings nicht so gut, dass Drimmitsch nicht mehr rankommt. Das Tor war dann frei und dann ist es aber auch aus spitzem Winkel gar nicht so einfach, diesen holprigen Ball zu verwandeln. Drimmitsch macht das und knippt zum zweiten Mal in der Saison. Aber der FC Bayern von Jupp Heynckes auch für diese Partie gut eingestellt. Sie spielt nicht mit der A11, auch wenn man das bei Bayern immer nicht so richtig sagen kann. Denn wenn Robben den Ball für Juan Bernat auflegt, was ist das dann für eine B11? Davon träumen so manche. Der frühe Ausgleich dann auch wieder geschafft. Tolisso auf Robben, der hat die Übersicht mit dem rechten Fuß, spielte eine starke flache Flanke und Bernat hält dann den Fuß nur noch hin. Für Jan Sommer ist dann nichts mehr zu halten. Aber nur wenig später wieder Gladbach auf dem Weg nach vorne. Eine tolle Partie. Zakaria völlig frei am zweiten Pfosten, weil Kimmich in die Mitte einrücken musste. Und so stand es dann 2:1 für die Gäste. Eine aufregende Anfangsphase. Und Ulreich zum zweiten Mal bereits geschlagen. Ein wenig wahrscheinlich schon im Hinterkopf der Bayern die sichere Meisterschaft, aber so frei darf Zakaria da dennoch nicht zum Kopfball kommen. Aber jetzt etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt, wieder die Bayern nach vorne. Sie wollten wieder den postwendenden Ausgleich. James Rodriguez, der gegen Dortmund beim letzten Heimspiel in der Liga ein wunderbares Spiel ablieferte. Hier trifft er nur das Außennetz. Sommer fliegt vergeblich. Aber vor der Pause dann nochmal Gladbach. Raphael und nun halten sie sich fest. Dennis Zakaria nimmt sich ein Herz. 1:3. Borussia Mönchengladbach war eiskalt. Das, was man normalerweise von den Bayern kennt, jeder Schuss ein Treffer, kehrte sich hier jetzt mal um. Denn Gladbach hatte nicht mehr Chancen. Sie verteidigten klug. Und dann konnten sie hier per Traumtor von Zakaria auch noch das 3:1 vor der Pause markieren. Das stellte jetzt für den FC Bayern natürlich eine große Herausforderung dar. Im Hinblick auf das Spiel am Dienstagabend vielleicht drohten sie einzuschlafen, aber davon war kaum etwas zu sehen, denn Bayern legte die richtige Einstellung an den Tag. Sie versuchten es, zumindest den Ausgleich noch zu erzielen. Es fehlten allerdings 2 Tore, aber für Bayern eigentlich keine Ursache, das auch im zweiten Durchgang zu bewerkstelligen. Thomas Müller mit dem Abschluss nach 67 Spielminuten. Der Ball senkt sich allerdings zu spät und dann geht er nur aufs Netz. Aber vor dem Ende 20 Minuten noch zu gehen. Lewandowski jetzt auch noch mit Pech. Es waren wirklich so ein bisschen umgedrehte Vorzeichen. Gladbach hier mit der Eiseskälte und dann die Bayern mit dem Pech im Abschluss. Lewandowski nämlich dann wieder von Jan Sommer gestoppt. Es war auch eine starke Partie vom Schweizer Hintermann. Vielleicht der beste Mann heute auf dem Feld. Aber es war eine offene, eine spannende Partie, weil Bayern es bis zum Ende hin versuchte. Denn ein Tor kurz vor Ende würde hier nochmal Spannung reinbringen. Thiago letztendlich 5 Minuten vor dem Ende knapp nochmal mit dem Schuss. Wieder ist Jan Sommer da
Und im Endeffekt reichte es dann für den FC Bayern nicht zum Sieg. Damit werden sie leben können. Eine gute Partie lieferten hier beide Teams ab. Gladbach allerdings mit dem 3:1 nicht der unverdiente Sieger. Und so geht das in Ordnung. Der FC Bayern wird damit leben können und leben müssen. Derbyzeit in Gelsenkirchen und nach dem spektakulären Hinspiel ist für Dortmund Wiedergutmachung angesagt, auch wenn es ja ein 4:4 Unentschieden gab. Nichtsdestotrotz, das kratzte an der Ehre erheblich und Schalke musste auch wieder einiges an Ehre herstellen. Nach dem 3:2 gegen den Tabellenletzten aus Hamburg musste die Elf von Tedesco heute wieder gut spielen und zu Hause ist man ja immer noch ein Stück weit mehr unter Druck und sie starteten gut in die Partie. Dortmund allerdings nach dem 3:0 gegen Stuttgart auch durchaus beflügelt. Die erste Möglichkeit gehörte aber Franco Di Santo und dem FC Schalke. 9. Spielminute. Das Außennetz rettet hier noch für Bürki und für Dortmund. Es war am Anfang eine offene Partie, eine hitzige Partie, allerdings blieb alles weitestgehend fair. Nach einer Viertelstunde dann auch Dortmund nach vorne mal aktiv. Batshuayi mit der Übersicht auf Maximilian Philipp. Das geht zu einfach gegen Kehrer. Schöne Aktion dann von Marco Reus auf die Außen gelegt. Dahoud ist es dann, der da Bentaleb aussteigen lässt. Der Abschluss im Endeffekt ist allerdings zu harmlos. Ralf Fährmann ist im kurzen Eck zur Stelle. Eine halbe Stunde dann gespielt und Piszczek sieht da unglücklich aus, verliert den Ball fast, gibt den Ball dann zu Toprak, der mit einem unglaublichen Fehlpass, der fast nach 31 Minuten für den Führungstreffer von Schalke führte. Burgstaller, der das zwischenzeitliche 2:2 gegen Hamburg erzielen konnte, allerdings hier noch im Pech. Der FC Schalke 04 tendenziell etwas besser, allerdings Dortmund auf dem Weg nach vorne, jetzt auch mal per Konter über rumpelt. Und so einfach ging das dann. Daniel Caligiuri, 35. Spielminute, 1:0 für Schalke. Caligiuri zwar das 1:0 in Hamburg vorbereitet, aber sonst keine auffällige Partie. Hier ist es zu einfach, wie er Toprak aussteigen lässt. Zu unbeweglich der Innenverteidiger von Dortmund. Und für Bürki ist es dann Pech, dass er die Hand nicht mehr dran kriegt. Der Ball fliegt genau unterdurch. Und dann ist es Freude bei Schalke und Leid bei Dortmund. Der zweite Durchgang begann auch besser für Schalke. Und wie? Embolo, starker Schuss. Testet aber Bürki, der auch wieder einen starken Nachmittag verrichtete. Dortmund dann mal wieder nach vorne. 65 Minuten gespielt. Batshuayi setzt sich da gut durch. Allerdings kriegt er den Ball nicht mehr perfekt rumgedreht, sodass Fährmann nicht eingreifen muss. Der senkt sich allerdings fast noch hinten rein in den Winkel. Schalke machte das jetzt gut und hielt den Ball weitestgehend vom eigenen Kasten entfernt. Alessandro Schöpf auf Konoplyanka. Konoplyanka nimmt sich selber den Abschluss. Hätte vielleicht rüberspielen müssen, allerdings trifft er hier den Außenpfosten, ist damit im Pech. Hätte durchaus klappen können. Stand weiterhin 1:0. Dortmund kam nicht mehr so richtig nach vorne, weil wie gesagt, die Schalker das wirklich clever machten. 10 Minuten zu gehen, Toljan kriegt den Ball nicht richtig geklärt. Und Caligiuri dann auf Embolo, Konoplyanka, Harit auf Goretzka und dann im Zusammenspiel wieder der Abschluss letztendlich von Amine Harit. Toprak war dazwischen und verhinderte das 2:0. Allerdings blieb es dann dabei. Dortmund war nicht die spielunterlegene Mannschaft, hatte eigentlich mehr Anteile. Allerdings machte Schalke das clever nach der Führung und verdient sich somit den Derby-Sieg. Werder Bremen musste am Sonntagabend gegen RB Leipzig ran, die allerdings nach dem bitteren 1:4 gegen Leverkusen wohl nur noch auf Europa-League-Kurs zu finden sind. Allerdings Leverkusen ja auch vor dem Spieltag nur 2 Punkte entfernt. Für Bremen ging es noch so ein bisschen darum, die letzten Fragezeichen im Abstiegskampf zu klären. Sie verloren 2:1 in Hannover am vorherigen Freitag, was man heute wieder gut machen möchte. Und sie spielten gut auf die in dunkelgrün spielenden Werderaner. Max Kruse auf Eggestein und der wieder zu Kruse, erster Abschluss, der nennenswert war. Schöne Aktion hier von Eggestein und Kruse
Es fehlte nicht viel, allerdings muss Gulaschi nicht eingreifen, der ja am Montagabend viermal hinter sich greifen musste. Und die Elf von Ralf Hasenhüttl dann auch mal auf dem Weg nach vorne. Da kriegt Bargfrede den Ball nicht konsequent geklärt. Kevin Campbell dann, der sich mal ein Herz nimmt und ganz knapp am 0:1 vorbeischrammt. Kruse mit nach hinten gearbeitet, stört ihn da noch so ein wenig. Aber der hätte fast gepasst. Eine halbe Stunde jetzt fast gespielt. Werder wieder nach vorne. Es war eine ausgeglichene, eine schöne Partie zum Sonntagabend. Und dann machte Ishak Belfodil das 1:0. 29. Spielminute, das 5. Saisontor. Führte hier jetzt zum 1:0 für Werder. Und das war nicht unverdient. Minimal prozentual etwas besser im Ballbesitz, was die Spielanteile angeht. Und dann ist es die Pike von Belfodil im Endeffekt, die die Führung besorgt. Aber vor der Pause kam dann auch nochmal Leipzig per Freistoß. 35. Spielminute. Emil Forsberg legte sich den Ball zurecht und nahm sich dann auch persönlich den Abschluss. Und da fehlte nicht viel, da war noch ein Werderaner dran, ansonsten hätte der noch gefährlicher werden können. Pavlenka allerdings mit den Fingerspitzen dran, gab jedenfalls Eckstoß, der aber nichts einbrachte. Zweiter Durchgang, Leipzig wollte den Ausgleich früh markieren im zweiten Durchgang, um noch den Sieg zu kriegen. Allerdings Pavlenka, überragende Reaktion aus kürzester Distanz. Gegen Augustin kann er den Ball abwehren und vorm Einschlag zum 1:1 hindern. Aber nur wenig später. Die nächste Möglichkeit für Leipzig. Sie drücken jetzt wirklich zu Beginn des zweiten Durchgangs nach vorne. Sabitzer, der das zwischenzeitliche 1:0 gegen Leverkusen erzielte, hatte hier allerdings zu ungefährlich. Der ging zu weit drüber. Und Werder wollte jetzt den Deckel drauf machen. Und spielte nochmal nach vorne. Junuzovic, genialer Ball auf Max Kruse. Und der trifft nun den Pfosten. Fast das 2:0. Und damit die gleichbedeutende Entscheidung. Werder kam jetzt vor dem Ende nochmal. Es ist schon die Nachspielzeit von Leipzig. Kam nicht mehr viel. Junuzovic nochmal. Der Ball ging vorbei. Doch es war aus Werderaner Sicht egal. Bremen schlägt in einem starken Spiel. RB Leipzig wird damit letztendlich die letzten Punkte gesammelt haben für den sicheren Klassenerhalt. Sie können sich freuen und damit nach dem 2:1 in Hannover eine deutliche Leistungssteigerung und der verdiente Sieg gegen Leipzig. Der erste FSV Mainz 05 konnte den Super-GAU in Köln gerade noch so abwehren. Sie erkämpften sich ein 1:0, es wäre in beide Richtungen noch einiges möglich gewesen. Dementsprechend werden sie mit dem Punkt leben können, auch wenn Quaison kurz vor Ende noch eine überragende Möglichkeit liegen ließ. Für den Sportclub aus Freiburg geht es allerdings hier auch noch um wichtige Punkte. Drei Zähler trennen die beiden Teams nur und dementsprechend wichtige Partie für die Elf von Christian Streich, die Wolfsburg zu Hause mit 0:2 unterlag. Mainz allerdings startete besser in diese Partie. Die erste Möglichkeit, eingeleitet von Hack, dann kriegt Freiburg den Ball nicht wirklich geklärt. Kart auch wieder mit einem missglückten Klärungsversuch. Pablo de Blasis nimmt sich dann ein Herz und was für eins. Und dann nochmal Emil Berggren, Doppelchance für den ersten FSV und Pech für die Elf von Sandro Schwarz, dass Schwolo dann auch wieder direkt auf dem Posten ist. Und nur wenig später die nächste Möglichkeit. Pablo de Blasis ärgert sich. Trifft wieder nur das Gebäck. Nach 20 Minuten dann auch mal Freiburg nach vorne. Günther mit dem Freistoß und letztendlich der Abschluss von Koch. Aber Robin Koch macht da zu wenig draus. Ist natürlich keine perfekte Position. Hat nicht den Druck, den nötigen, um den Ball aufs Tor zu bringen. 25 Minuten gespielt, eine gute erste Halbzeit, wo eigentlich nur noch das Tor fehlte, doch Schwolo war immer wieder auf dem Posten. Was für eine Aktion. Erst Schack nach dem Schuss von Öztunali und dann pariert er noch den Kopfball von de Blasis. De Blasis ja auch per Kopf erfolgreich gewesen
gegen Köln. Unglaublich mit seiner Größe, allerdings sehr, sehr torgefährlich. Vor der Pause dann nochmal die Freiburger. Petersen auf Chico Höfler, Haberer und dann der Abschluss von Ciero Bell kommt noch gerade so ran, um den abzuwehren, bevor er aufs Tor ging. Die Hand ist dran, allerdings aus der Distanz keine aktive Bewegung, dementsprechend richtig dort kein Elfmeter zu geben. Im zweiten Durchgang dann Freiburg mit dem besseren Start. Nils Petersen auf Kleindienst, dann fällt Kapuska der Ball vor die Füße. Bartosz Kapuska mit dem zweiten Saisontor markiert da das 1:0. Das war nicht unbedingt verdient, aber im zweiten Durchgang der etwas bessere und frischere Beginn bei den Gästen. Adler kann nichts machen, ist sogar noch mit einer Parade hier gegen Kleindienst gut zur Stelle. Allerdings fällt dann dem Torschützen der Ball vor die Füße, der ist alleine gelassen. Und dementsprechend im zweiten Durchgang das frühe 1:0 für die Gäste, was sie 6 Punkte vom Relegationsplatz 16 entfernen würde. Allerdings, Mainz brauchte nicht lange, um sich davon aufzurappeln. Das ist der Freistoß von der rechten Seite aus Freiburger Sicht, aus der linken Seite natürlich aus Mainzer Sicht, der noch nicht so viel einbrachte. Doch sie erhöhten den Druck. Eine Niederlage wäre ein schwerer Schlag, denn sie waren hier auch nicht die schlechtere Mannschaft. Besonders im ersten Durchgang spielten sie sich viele Möglichkeiten heraus. Hier allerdings der Abschluss von Latzer nicht stark genug. Und Freiburg konnte jetzt über Gegenangriffe kommen. Und eigentlich hätten sie den entscheidenden Treffer hier erzielen müssen. Über Kapuska mit dem Doppelpack wäre er hier zum Freiburger Held geworden. Allerdings Adler mit einer tollen Reaktion kriegt den linken Arm noch raus und verhindert so den Einschlag. Allerdings rannte die Zeit so langsam davon. Der erste FSV kam aber nochmal. Pablo de Blasis nach einem Eckstoß von Freiburg. Die Hintermänner von der Dreisam etwas unsortiert. Allerdings pariert auch Schwolo den letzten Abschluss, sodass sich die Gäste am Montagabend mit 1:0 durchsetzen können. Eine glückliche Führung, die sie gerade so über die Zeit bringen. Für Mainz ist es bitter, denn da haben sie Big Points liegen gelassen. So, das war die Prognose am 30. Spieltag. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo definitiv freuen. Ansonsten tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Ihr seht hier jetzt nochmal die Tabelle, wie sie hier durchrauscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wunderschönes Fußballwochenende. Wir sehen uns am Samstag morgen hoffentlich beim Livestream. Bis dahin und viel Spaß mit der Bundesliga. Ciao. Oben in der Infocard noch die Konferenz verlinkt. Bis dann. Ciao.